Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Sendung, zu einer neuen freien Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist 62 Jahre alt und heißt Evelyn. Hallo, Evelyn. Hallo, Domian. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Und was geht's bei dir? Ja, ich habe, ich habe ein bisschen Probleme, ich bin auch nervös und rappelig. Ich war in Tunesien im Urlaub und habe mich da sehr aktiv verhalten, weil ich hier in Deutschland bin, ich irgendwo ein Mauerblümchen, weil ich hier keine Kontakte finde. Aktiv verhalten heißt, du hast dich an die Männer rangeschmissen? Nein, nicht an die Männer rangeschmissen, ich habe Sport und sowas. Ach so, entschuldige, jetzt habe ich völlig falsch verstanden. Nein, ich wollte sagen, ich war einfach so ein bisschen aktiv da und dann haben die mich in der Animation immer mit einbezogen. Ja. Ach, du warst in so einer Clubanlage? Ja, wir haben so Clubanlagen gemacht. Ja. Und da war so ein netter, süßer Tunesier und da habe ich mich unsterblich in den verknallt. Sag bloß, wie alt? Der war erst 25. Sagen wir, das könnte der Enkel sein. Könnte mein Enkel sein, ja. 25 und ein süßer Kerl. Ja. Er war ganz anders wie die anderen Tuneser. Die Tuneser, die schmeißen sich ja ganz gerne so an den Frauen ran. Mhm, ja. Und der war sehr zurückhaltend. Ich habe den immer nur beobachtet. Er hatte so eine sanfte, melancholische Art an sich. Ja. Und ich war 14 Tage da und die ersten 10 Tage habe ich mit ihm überhaupt nicht gesprochen. Er hat auch mit anderen Mädels nie gesprochen, wo er mir mitgetanzt hat. Mhm. Und ich wusste, ich kann ja kein Französisch und kein Arabisch und ich habe immer gedacht, mein Gott, wie kommst du jetzt an diesen Mann dran? Achso, da war die Entscheidung schon irgendwann gefallen, ich will den näher kennenlernen. Ja. Ne? Und hast du ihn näher kennengelernt? Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich dann noch eine Bekannte getroffen und die kannte sich so ein bisschen mit den Arabern da aus und dann habe ich dann einen arabischen Brief schreiben lassen und den habe ich denen dann in der Hand gedrückt. Was stand denn in dem Brief drin? Ja, dass ich ihn liebe und das habe ich jetzt noch gar nicht geschrieben. Ich habe erstmal noch gesagt, ob er vielleicht bereit wäre, mit mir einen Kaffee zu trinken. Ja. Ne? Und das wusste ich ja nicht, ja oder nein, der war so ein bisschen konservativ, also ganz ruhig zurückhaltend. Ja. Und dann anderen Morgen habe ich ihn dann getroffen und jedenfalls immer, wenn der mich sah, hat er auch immer strahlende Augen gehabt. Also der hat sich auch immer gefreut, wenn ich kam. Habt ihr Kaffee getrunken? Und dann abends haben wir dann Kaffee getrunken. Habt ihr noch mehr gemacht? Nein, gar nichts. Keine zwischen uns überhaupt keine Zärtlichkeiten ausgetauscht worden. Gar nichts. Es wurden keine Körperflüssigkeiten ausgetauscht. Bis zum Schluss nicht. Bitte? Bis zum Schluss nicht, nein. Und dann habe ich ihm das erklärt, dass ich ihn liebe. Ja. Und das heißt auf Arabisch. Halt stopp. Du hast doch nicht gesagt, dass du ihn liebst. Ich habe das anders formuliert. Ich habe gesagt, du bist zu alt für mich. Ich sage, du könntest mein Sohn sein. Ich akzeptiere das, dass ich dich vielleicht als mein Sohn liebe. Ach so. Und da hat er gesagt, ja, danke schön. Und so, er war auch sowieso so ein ganz anderer Typ. Ja. Jedenfalls bin ich immer noch total durcheinander. Weißt du, hast ja auch wirklich eine wahnsinnig junge Stimme. Wenn man dich jetzt so reden hören würde, würde man sagen, na, die ist maximal 40, wenn überhaupt. Ja, aber kein Mensch würde dann denken, dass du 62 schon bist. Nein, ich habe auch gefragt, wie alt ich bin. Hab ich gesagt, wie schätzt du mich? Ja, er meinte auch 45. Siehst du? So, jetzt bist du aus Tunesien zurück. Ich bin jetzt seit wann? Eine Woche aus Tunesien zurück. Eine Woche, aber das Herz ist in Aufruhr. Fürchterlich. Und du denkst an, wie heißt er? Dein Animationsname hatte der Rio und sonst heißt er Richa. Rio oder Richa? Mhm. Aber da ist wahrscheinlich ja schon wieder eine andere Evelyn, da in dem Club. Und der das ist jetzt noch wieder anders. Die hören jetzt auf, die haben jetzt Wintersaison. Mhm. Und da habe ich mit ihm gesprochen, weil die meisten wollen ja über Frauen nach Deutschland. Mhm. Und er will aber überhaupt nicht nach Deutschland, weil er geht auf Universität, der will sein Kapitänspatent machen. Jetzt sag mir aber bitte doch noch ein bisschen genauer, nachdem du ihm das gestanden hast, dass du ihn zumindest sehr nett findest, attraktiv findest und ihn magst. Ja.
Hat er da verhalten reagiert? Oder hat er hat grundsätzlich, ich sag ja, das war eben vielleicht auch das Besondere daran, der hat grundsätzlich nie richtig reagiert, auch wenn er mit den anderen Mädchen oder so getanzt hat. Aber das klingt ja auch nicht so gut. Das heißt, der hält sich, der ist vielleicht taktisch und hält sich die Eisen im Feuer. Bitte? Der ist vielleicht sehr taktisch drauf und hält sich so die Eisen im Feuer und verprellt sich auch nicht die Frauen, die ihn nett finden. Nee, ich habe dann nur mal so gefragt, ob er mich vergessen will. Und dann hat er nur gesagt, ja, ich vergesse ihn nie, aber das sagen sie ja alle. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es auch. Ich weiß auch, selbst wenn er da, ich würde dem auch wünschen, dass er eine richtig nette, schöne, gute Frau finden ja. würde. Ich weiß es ja. Das ist ja Wahnsinn. Erstmal mit Tunesier und ich bin 40 Jahre älter, also das ist schon mal unmöglich. Ich kann aber nicht jetzt gegen meine Gefühle an. Ja, jetzt ist die Frage, was machst du mit diesen Gefühlen? Werden ja. die, wahrscheinlich ebben die so ab nach einer gewissen Zeit? Oder, hast du eine Adresse von ihm? Zwei Tage habe ich gedacht, das darf nicht sein. Und heute Abend, jetzt fange ich schon an, so ein kleines Tagebuch für mich zu schreiben. Sag mal, hast du eine Adresse von ihm? Ja, ich habe eine Adresse von ihm. Er hat auch schon einen Brief und heute habe ich schon wieder eine Karte geschrieben. Nur leider dauert die Post. Aber du wirst, so ja nicht, du wirst doch nicht so drauf sein und dich nochmal ins Flugzeug setzen und dahin fliegen? Ich fliege nächstes Jahr auf jeden Fall. Ja, gut, nächstes Jahr, aber nicht jetzt schon wieder bald. Nein, jetzt ist sowieso uninteressant. Ich kann ihn ja nicht erreichen. Ich weiß ja nicht, auf welche Universität der steckt. Ach so, du hast keine Privatadresse von ihm? Doch, eine Privatadresse habe ich von ihm, aber ich weiß nicht, wo die Universität ist. Ich habe ihn jetzt gebeten, er möchte mir noch die Adresse von der Universität. Wird er wahrscheinlich nicht tun. Schicken weiß ich nicht. Nee, der denkt auch, dann steht hier nachher bei mir im Hörsaal. Nee, der kennt mich. Ich habe ihm ja auch gesagt, ich bin die ganze Tage so, ich bin ihm ja nie zu nahe getreten. Stehst du, aber der weiß natürlich, was du gerne würdest wollen, ne? Nein, das habe ich ihm auch erklärt. Ich meine, innerlich, ich habe ihm gesagt, also wenn, ich weiß, dass ich ihn als Frau zu alt für ihn bin, ich sage, aber dann soll man dann... Sagst du so? Ja, gut, das sagst du so. Aber mal unter uns beiden Betschwestern. Ja. Du würdest ihn doch schon ganz gerne mal nehmen, oder? Ach doch, ja, doch schon. Ja, hab ich mir schon gedacht, ja. Stehst du denn generell... Ich würde nicht wegschubsen. So, stehst du denn generell mehr auf jüngere Männer? Ich, ja. Hattest du schon so einen jungen Mann? Nein. Wie jung war der Jüngste, den du hattest bisher? Der war 14 Jahre jünger als ich. Ach so, na gut, das ist ja nicht viel. Geht eigentlich noch, sind alle noch im Maße. Jetzt wollen wir mal gucken, wie der junge Mann auf die Briefe von dir reagiert. Ja, das ist jetzt ganz, ich sowieso ab. Ja, das ist ganz entscheidend. Muss ich ja machen, so. Ich muss ja auf den seine Post warten. Ja, wenn der gar nicht schreibt oder ganz verhalten schreibt. Dann kann ich den abhaken. Kannst du abhaken. Das heißt, ich werde ihn trotzdem nicht vergessen. Nö, klar, dann kannst du es abbuchen als nette Urlaubsepisode. Ja, das und, ist richtig. Ja. Wenn der jetzt aber... Schon ein bisschen intensiver, sage ich mal, zurückschreibt, ja. Dann hält der natürlich dein Feuer am Lodern. Ne? Ja, und ja. Dann hältst du es nicht mehr aus bis zum nächsten Jahr. Ja, doch, ich muss es ja aushalten. Geht ja nicht anders. Die Evelyn, da verliebt sie sich in 25 Jahre alten Knaben. Ja, ja. Das ist ja ein Ding. Ich nehme an, das liegt daran, weil der ist so ganz, ganz, ganz anders wie die Tunesier. Und irgendwie ist das ein feiner Mensch. Ja, ich verstehe schon. Es ist ganz anders als alle anderen Männer überhaupt. Ja, überhaupt. Ich habe weiter keinen Körperkontakt gehabt, außer wo ich mich dann verabschiedet habe. Küsschen. Nein, da hat er mich nur so im Arm genommen. Oh. War den Arm so um die Schulter gelegt und mich mal nur so kurz geschreit. Und Küsschen gibt es ja sowieso rechts und links. Achso, ne? Ja, das ist Standard, ne? Ja. Wie lange bist du schon solo? Ach, solo bin ich schon eigentlich seit 91. 91, lange Zeit. Ja, lange Zeit. Mhm. Dann hatte ich einmal eine 98 eine Zwischenbeziehung gehabt, da war aber nichts und seitdem bin ich einfach alleine. Und ich habe auch nie mehr daran gedacht, dass wie ich jung war, habe ich mich einmal so fürchterlich verliebt mit Schmetterlingen im Bauch und meinem letzten Mann. Und jetzt wieder. Und jetzt ist das dritte Mal. Je oller, je doller. Je oller, je doller. So. Das stimmt. Evelyn, du hältst mich bitte auf dem Laufenden per E-Mail. Bitte, ich bin sehr interessiert. E-Mail habe ich nicht, ich habe keinen Computer. Dann versuche irgendwie, oder schreib uns. Ich möchte gerne wissen, wie der reagiert. Und dann können wir vielleicht. Ja, ich bin ja auch selbst. Dann könnten wir vielleicht nochmal telefonieren, wir beide. Okay? Okay. Wir bleiben in Kontakt, so verbleiben wir. Danke nochmal für deine Sendung, die ist wunderbar. Ich gucke sie mir jede Nacht an. Ich hätte auch zu vielen Themen auch mal immer was dazu sagen, aber diesmal war mir das sehr, sehr wichtig. Na gut, Evelyn, danke für deinen Anruf. Ja, ich danke dir auch. Tschüss. Das war unsere Evelyn. Jetzt sage ich meiner Regie, dass ich Evelyn, die Leitung Evelyn, nicht wegkriege hier aus meinem PC. Das müsst ihr jetzt machen, sonst können wir nicht weitermachen. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann... meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist jetzt alles klar. Es kann weitergehen mit Sven und Sven ist 29 Jahre alt. Hallo Sven.
Hallo Jürgen. Ja, Sven. Hi. Um was geht's? Es geht um SM. So. Ja, und zwar habe ich eine Freundin, die ist 17. Mhm. Und ich habe durch einen Bekannten Erfahrung im SM-Bereich gemacht. Das heißt mit Parachute. Oh. Sagt er das was? Mit Parachute? Parachute. Nee, sagt mir nichts. Das sieht so ähnlich aus wie ein Fallschirm. Ich dachte gerade, es hat sicher irgendwas damit zu tun. Ja, auf jeden Fall. Das wird ja um den Hoden gebunden, dass er straffer wird. Mhm. Ne? Und dann kannst du den Hoden halt, du kannst zum Beispiel Gewichte dranhängen. Ah, das kenne ich. Das sieht ja ekelhaft aus. Dankeschön. Nein, nicht ekelhaft, sondern es sieht insofern, nee, das ist nicht richtig ausgedrückt, nicht ekelhaft aus, sondern es schaudert mich immer, weil ich denke, das tut so weh. Tut's ja nicht, das würde ich ja gerade damit sagen. Es okay, gibt zum Beispiel eine Praktik, wo du mit dem Gummihammer zum Beispiel jetzt, was weiß ich, 20 Schläge drauf gibst, die ersten 10 Schläge tun weh. Wie, Moment, mit dem Gummihammer auf die Hoden? Genau. Nein. Doch. Nein, das soll nicht wehtun. Doch, wie gesagt, die ersten 10 Schläge tun weh danach. Das muss ja irre weh tun. Nee, du schaltest dann kopfmäßig so ab. Mit was für einem Gummihammer? Mit einem dicken Gummihammer, mit einem richtigen fetten Ding? Jürgen, pass mal auf, der Gummihammer, das Ding ist ja einfach, der Gummihammer hat eine ziemlich große Fläche, ja, den du draufhaust. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem spitzen Gegenstand draufhauen würde, wäre das viel schmerzhafter und viel schädlicher als mit einem Gummihammer, der eine viel größere Fläche hat. Aber wie haut man denn jetzt? Man kann ja so ein bisschen gegentitschen oder man kann auch... So richtig. Ja, wie du jetzt Nagel in die Wand haust zum Beispiel. So heftig? Ja. Und nein, das ist jetzt wirklich kein Ja, Fall. Ich weiß, dass das manche Menschen mögen. Ich möchte nie, dass man mir das mit dem Gummihammer macht. Nie. Nie und nimmer. Ach komm, lass uns doch mal treffen, Mensch. Also. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Ja. Wie gesagt, es sind die ersten 10 Schläge oder 15, die vielleicht wehtun. Danach kriegst du wirklich, ja, dann das kann schon, man mit dem Orgasmus vergleichen. Ja, dann wäre ich schon ohnmächtig vor Schmerzen und würde überhaupt nichts mehr merken. Nein, du schaltest irgendwann komplett ab. Ja, gut, das ist jetzt die Gummihammer-Methode. Aber das andere, erklär es mal mit dem Fallschirm, was war das jetzt? Das ist der Parachute, der wird unten halt so eingeklemmt, dass er gestrafft wird. Er wird gestrafft und dann wird er mit dem Gummihammer dagegen gehauen. Genau. Ah. Nein, wie gesagt, du kannst auch Gewichte ranhängen oder sonst. Das ist ziemlich vielseitig. Ne? Ah, also man kann Gewichte an den Hoden hängen, das ist klar. Das hast du ja bestimmt schon mal gesehen, irgendwelche Zeiten. Ja, das meinte ich ja gerade. Und wenn ich mit dem Gummihammer drauf, wenn jetzt Leute zufällig gerade reinschalten, die denken auch, die sind bescheuert, was die da reden. Also wenn man mit dem Gummihammer dann drauf hat, muss dann auch vorher ein Gewicht angehängt werden? Oder geht das ohne? Nur darum, wenn der Hoden nicht gestrafft ist, wird es schmerzhaft. Ach so. Warum, kann ich hier nicht sagen, ich bin jetzt nicht so mit der Anatomie vertraut. Der Fakt ist einfach, dass wenn es gestrafft ist, dass sich das Gewicht anders verteilt. Das heißt, wenn du jetzt draufschlägst zum Beispiel, das verteilt sich ganz anders. Verstehe. Also bei dieser Parachute-Methode muss man erst straffen und dann schlagen. Genau. Aha, jetzt habe ich es verstanden. Das Problem ist, wie erkläre ich das der Freundin? So, jetzt du hast gerade am Anfang gesagt, du hast eine Freundin, die ist 17 Jahre alt. Genau. Ja. Wie alt? Wie lange mit ihr zusammen schon? 1,5 Wochen. Ach ja, das ist ja noch ganz jungfräulich. Ja, wenn ich jetzt ankomme, sagt, hey, wir hauen mal mit dem Gummihammer auf. Wird die auch sagen, das ist eigentlich noch ganz dicht im Kopf. Ja, das ist natürlich in der Tat ein Problem. Ja. In der Tat. Also. Aber du hast damit noch nie irgendwie so Erfahrung, weil ich dachte echt, du könntest mir jetzt mal irgendwie einen guten Rat geben, wie ich das jetzt so einigermaßen ihr das schmackhaft machen könnte. Also ich meine, du hast jetzt eine sehr junge Frau ausgesucht als Freundin. Ja. Da musst du dir von vornherein vielleicht schon im Klaren sein, dass es da vielleicht noch schwieriger ist, das zu erklären, als einer etwas erfahreneren. Ja gut, aber die ist auch so schon ziemlich... Also wir haben auch Sex, wenn die ihre Tage hat und so, also das ist für sie jetzt kein Problem. Naja gut, ihr seid 1,5 Wochen zusammen. So viel kannst du da noch nicht Erfahrung mit ihr gemacht haben. Ja gut, aber sie hatte halt die ersten 3 Tage ihre Periode gehabt. Ja. Ne? Hast du denn schon mal angedeutet bei ihr, so wie sie über SM-Praktiken denkt? Ja, nicht wirklich. Also ich wollte jetzt nicht auch verschrecken oder so. Ist klar, aber man kann ja mal so ganz, ganz normal, theoretisch über dieses Thema sprechen, nach dem Motto, Mensch, weißt du, ich habe da gestern bei Domian einen gehört, der macht so Sachen, wie stehst denn du dazu? Oder ich habe bei Lilo Wanders irgendwas gesehen und ne, man kann ja einfach mal ein bisschen vortasten. Ja, es gibt ja auch Videos im Internet, habe ich auch gesehen. Ja, natürlich. Wo das wirklich praktiziert wird. Und das sind dann keine 10 oder 20, sondern 600-700 Schläge auf den Hoden raus. Aber das ist aber schon ein bisschen sehr... Das finde ich auch ziemlich heftig, aber es ist wirklich, ich habe es wirklich gesehen. Wie lange, wir kommen auf deine Freundin gleich wieder zurück. Wie lange praktizierst du denn sowas schon? 2 Jahre ungefähr. Und bist durch einen Freund draufgekommen? Genau. Mhm. Und also wie gesagt, ich habe auch keine Schäden davon getragen, dass ich jetzt Erektionsprobleme
Probleme habe oder. Wobei, das weißt du ja alles gar nicht. Ich würde jetzt gerne mal mit einem Urologen sprechen, was ein Urologe davon hält, wenn man sich mit dem Gummihammer auf die Hoden haut. Wahrscheinlich schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Nein, aber ein Bekannter, der hat ja auch einen Bekannten, der Urologe ist, und der sagte auch, wenn die gestrafft sind, verteilt sich die Kraft des Schlages. Ja, aber es können doch vielleicht auch irgendwelche Gewebeschäden entstehen, die man gar nicht so merkt und sieht sofort, oder die langfristig sich vielleicht auswirken. Du Jürgen, das ist die Großflächigkeit von dem Hammer. Also der Hammer hat ja eine ziemlich große Angriffsfläche, wenn ich jetzt mal so... Ich höre schon, da gibt sich jemand als Fachmann, aber ich wäre da erst von überzeugt, wenn ich mit einem Arzt darüber gesprochen hätte. Oder probier es doch selber mal aus. Ja, so siehst du aus. Lass mir mal 100 Schläge auf den Hoden geben. Dann sitze ich aber nicht mehr hier. Und dann haben wir es. Also, zurückzukommen auf die Freundin. Die Freundin ist 17 Jahre alt, hat mit solchen Sachen vielleicht überhaupt gar nichts am Hut. Du aber ja. Kannst du dir denn einen... findest du andere... was man so normale Sexualität nennt, auch schön? Oder bist du letztendlich scharf drauf auf diese Hodenbeschläge? Nee, ich finde normalen Sex auch ziemlich geil. Also von hinten, von vorne, von oben, von unten, da hin und her. Also das komplette Dann würde ich mit der jungen Freundin mal ganz vorsichtig anfangen, einfach erstmal über das Thema sprechen. Erster Schritt. Gut, aber was ich eben schon gesagt habe, wie erklärst du einer jungen Frau von 17 Jahren, pass mal auf, Süße, ich mag das, wenn ich mit dem Nein, so sollst du ja gar nicht anfangen. Das sage ich zum dritten Mal, du sollst einfach mit ihr generell über SM-Sex reden. Ja. Um mal abzutesten, vorzufühlen, wie sie darauf reagiert. Wenn sie radikal direkt am Anfang dicht macht, hast du schlechte Karten. Kann ja sein, dass sie ein bisschen interessiert ist und dann kann man das vertiefen. So, und dann kannst du es, wenn sie noch interessierter ist, kannst du ihr ja vielleicht ein bisschen auch was von dir erzählen. Du musst es ja nicht gleich beim ersten Mal gleich ganz brachial mit ihr praktizieren. Aber letztendlich musst du vorfühlen, ob das Mädchen in diese Richtung interessiert ist. Und wenn es, und ich würde dir dringend davon abraten, sie in diese Richtung zu drängen oder ihr da irgendwas aufzuzwängen. Oder meinst du, ich soll dir vielleicht mal so ein Internetvideo zeigen? Nee, ach, das ist doch alles wieder viel zu krass, wenn du das siehst. Unterhalte dich erstmal ganz normal und theoretisch über SM-Sex. Mhm. Aber du hast noch keine Erfahrung, du machst die Sendung auch schon seit zig Jahren. Ja. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass du da schon irgendwo mal den einen oder anderen Anrufer gehabt hast, der da das Thema angesprochen hat. Dieses Thema hier noch nie. Also SM natürlich immer wieder, aber genau was du da gerade praktizierst mit dem Gummihammer nicht, nee. Na gut, es gibt ja auch andere SM-Praktiken. Natürlich, die haben wir hier schon gehört. Aber deins haben wir noch nicht gehört. Du bist jetzt eine Premiere hier gewesen. Ein Unikat. Okay, ich werde mit der Süßen mal drüber sprechen. Mach das, Sven. Alles Gute. Und ich halte dich auf dem Laufenden. Dankeschön, ja. Tschüss. Ciao. Sandra, 30 Jahre alt. Hallo, Sandra. Hallo. Hallo. Ich sehe dich. Das ist schön. Ich sehe dich leider nicht, aber ich höre dich. Ja. Um was geht's, Sandra? Ich habe gestern erfahren, mein Freund ist bi. Oh. Ja. Wie alt ist er? Er ist 38. Ja, und wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind 13 Jahre zusammen, 13 Jahre verheiratet. Und 2 Jahre verheiratet. Jawohl. 15 Jahre, also insgesamt. Das zählt die. Ja, gut. 11 Jahre zusammen, 2 Jahre verheiratet. Ach so, 13. Ja. Wie? Und das hat er dir gestern erzählt, dass er bi ist? Nee, er nicht, sein Freund, ne? Wie sein Freund? Ja, ich kam nach Hause. Ach, der Freund hat es dir erzählt? Ja. Mhm. Ich kam nach Hause und ich war bei meiner Schwester zu Besuch. Mhm. Ich hatte mit ihm telefoniert und dann sagte er mir ganz krass so, ich sage, ist da was ich wissen müsste? Und er sagte, nein. Und er hatte wohl vorher mit dir telefoniert. Moment, mit mir? Ja. Dein Freund hat mit mir telefoniert? Ja, unter dem, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Er sagte, er hatte den Decknamen Tobias genannt. Mhm. Und seine Frau war auf Kegeltour und er hatte jemanden kennengelernt. Ja, in der Tat, ich erinnere mich, ist noch gar nicht lange her. Richtig, ja. Das war mein Mann, das hatte er mir erzählt. Ich war gestern am Boden zerstört. Ja. Echt, für mich brach eine Welt zusammen. Ja, und jetzt muss ich nochmal fragen, er hat es dir nicht gesagt, sondern... Nein, sondern der Freund. Der Freund von ihm. Ja, der ist eigentlich relativ nett. Mhm. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, läuft diese Geschichte schon eine ganze Weile, ne? Ja, ich glaube 14 Tage oder was, ne? Die hatten sich kennengelernt, ich weiß nicht, durch eine Kontaktanzeige, richtig. Naja, so sagte man so sagt 14, man 14, mir das. 14 Tage erst? 14 Tage, 3 Wochen, ich kann das nicht so genau sagen, ich war ja nicht da. Was hat er dir denn jetzt gesagt, wie lange er seine Bisexualität schon lebt? Gar nichts hat er mir gesagt, ne? Also nein, ich meine jetzt der Freund. Hat der ihm... Nee, der hat nur gesagt, ja, ich weiß, dass er auch bi ist, er war verheiratet. Mhm. Und darauf sagte ich,
Wie hat denn überhaupt, das verstehe ich immer nicht richtig, wie hat denn dieser Freund von deinem Mann, ja. Wie ist der mit dir in Kontakt gekommen? Ich wohne bei meinem Mann, ganz normal. Mhm. Und es war am Wochenende ausgemacht, dass er nach Köln fährt zu ihm. Mhm. Also wer jetzt, zu wem? Mein Mann zusammen. Freund. Zusammen Geliebten, richtig. Ja. Und der arbeitet eigentlich im Krankenhaus. Der Geliebte. Richtig. Mhm. Und sollte Bereitschaft haben. Da hat mein Mann ihm so fast die Freundschaft gekündigt. Und ich hat gesagt, das geht nicht, hast nie Zeit für mich. Und daraus sagt, dann hat er gesagt, dann fahre ich wieder zurück. Nein, also nach Hause. Ich will wissen. Ja. Wie dieser Mann, der Geliebte von deinem Freund ist, wie der an dich rangekommen ist. Der ist bei uns zu Hause. Wie, der ist bei euch zu Hause? Ja, klar. Wie, der ist bei euch zu Hause? Er schläft bei uns. Aha. Ich bin jetzt bei meinen Eltern. Ich habe gesagt, ich kann das nicht mit ertragen, ne? Ich kann das nicht. Eins nach dem anderen. Du kamst von deiner Kegeltour zurück und dann war der bei euch? Nein, ich war nicht auf Kegeltour. Du warst aber irgendwo. Ich war bei meiner Schwester, richtig. Nein, okay, du warst weg. Ja. Du kommst nach Hause und da ist ein Typ. Ich wusste, dass sie Freundschaft hatten. Ich wusste aber nicht, was da läuft. Mhm. Ich hatte keine Ahnung. Das haben die mir gestern Abend eröffnet. Ich war am Boden zerstört. Mhm. Ehrlich. Ich war fix und fertig. Jetzt sagst du, die haben mir das eröffnet. Das heißt, da gab es doch ein Gespräch auch mit deinem Mann. Ja, mein Mann kam nachher dazu und hatte mir das gesagt, ne? Mhm. Aber du hast nicht eingehender mit dem Mann darüber gesprochen. Er äußert sich nicht. Er sagt nur, ja, er kann für seine Gefühle, könnte er nichts. Jetzt wohnt der Freund von deinem Mann bei euch in der Wohnung. Ja, was heißt wohnt? Ja, der hat alles in Köln aufgegeben. Ja, ist richtig, der ist bei uns. Und du bist jetzt bei deiner... Ja, ich bin weggegangen. Ich habe meine Sachen gepackt. Ich sage, dann bin ich erstmal weg. Ne? Ja. Ihr seid 15 Jahre seid ihr zusammen. 13 Jahre zusammen. 13 Jahre zusammen, genau. Und du weißt nicht, wie lange er das jetzt schon... Wurde angedeutet, dass es er war schon mal verheiratet und dass es wohl davor schon mal sowas gegeben hat. Mhm. Und ich kann das nicht begreifen, ehrlich nicht, ne? Mhm. Ich verstehe es nicht. Mhm. Ja, ich meine, es klappte nicht so, wie es klappen sollte, von wegen im Bett, es ging nun mal nicht mehr so. Nach 13 Jahren stellt sich auch, was weiß ich nicht, ein, als Langeweile. Mhm. Mhm. Dann habe ich ihm ein Angebot gemacht. Ich sage, lass uns mal versuchen, im Swingerclub zu gehen. Mhm. Ich bin ja tolerant. Aber das möchte er nun auch nicht, ne? So, wie soll das denn jetzt weitergehen? Der Freund ist in der Wohnung, in eurer Wohnung? Ja. Du bist nicht da? Keinen Plan. Ich habe echt keinen Plan. Das Einzige, was der Freund mir eröffnet hat gestern Abend, er sagt, ich hab eine Idee. Und ich sage, welche ist das? Ja, wir führen eine Dreierbeziehung. Ich habe gedacht, ich krieg's im Kopf. Echt. Aber du findest den Freund ganz nett. Ach ja. Mhm. Ja gut, du kannst aber nicht viel über den sagen, weil du ganz kurz nur kennengelernt hast. Ja, richtig. Natürlich habe ich dann auch gescherzt, ne, was mein Mann nicht ernst nimmt. Ich sag, vielleicht sollte ich einfach mal eine lesbische Beziehung eingehen, ja? Sagst du einfach so zu ihm, oder was? Ich sagte das so. Mhm. Weil er hat ja jetzt auch eine andere Beziehung. Ich sag, wenn das eine Frau gewesen wäre, hätte ich das vielleicht noch verstanden. Mhm. Ja, okay. Aber letztendlich ist er jetzt ein anderer Mensch und er ist hier fremdgegangen. Ne? Das ist ja schon mal Fakt. Ja, nehme ich mal an. Wissen tue ich das nicht genau. Ja, nun, die werden nicht nur da Kreuzrätsel gelöst haben. Ne? Was liegt dir denn jetzt noch an deinem Mann? Ich liebe meinen Mann. Hat er denn was zu dir auch gesagt, was er dir gegenüber empfindet? Ja, er ist sich nicht ganz schlüssig, ne? Klingt nicht gut, ne? Nein, es klingt überhaupt nicht gut. Er sagte zu mir, er kriegt von ihm das, was er von mir nicht kriegt, ne? Zärtlichkeit. Mhm. Jetzt war das gerade ein bisschen verwirrend am Anfang, wie du es erzählt hast. Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ist auch völlig in Ordnung. Die beiden haben aber nicht jetzt schon ihr Schluss miteinander, ne? Nein, die sind zusammen. Die sind zusammen, ja. Weil du gerade die sind auch jetzt zusammen in einer Wohnung, ne? Mhm. Die werden auch wahrscheinlich deine Sendung gucken. Mhm. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man ordentlich miteinander um, wenn man so viele Jahre zusammen war, nämlich du und dein Mann. Ne, da kann man nicht einfach mal so die Sachen ja nicht einfach nur über Bord schmeißen. Nee. Das sind 13 lange Jahre. Genau. Ich habe diesen Mann lieben gelernt, ich weiß, wie er ist. So, jetzt bist du natürlich verständlicherweise in deinem Schock, bist du da erstmal weggegangen aus der Wohnung und ja, ich bin dann kriege ich auch noch Probleme mit meinem
mit mehr der Gesundheit und so. Ja, ja. Ich finde, dass ihr beide jetzt aber ganz schleunigst, müsst ihr beide eine Klärung herbeiführen, was ihr voneinander wollt und ob ihr überhaupt noch miteinander als Paar, als Ehepaar zusammen sein wollt. Und da würde ich euch beiden, weil das ja doch schon alles sehr, sehr verwirrt sich anhört und verschachtelt, würde ich euch raten, wirklich so schnell wie möglich eine Beratungsstelle aufzusuchen, dass eine neutrale Person euch da quasi moderiert und euch auch so ein bisschen zur Seite steht. Ja, wir hatten auch drüber geredet, ich sage, ja, wenn Trennung, dann müssen wir ja noch drüber sprechen, dass wir uns bei meinen Eltern treffen. Mhm. Ja? Also ich habe auch gesagt, gleich von vornherein, ich sage, dann bring ihn mit. Ich sage, das muss zu dritt geklärt werden und nicht nur zu zweit. Ich sage, da gehören ja immer drei zu, ne? Nee, Moment. Wenn ja, ich, der Freund und mein Mann. Ja, aber erstmal geht es nicht um den Freund deines Mannes, sondern ich, es geht um... Ich will es ja geht meinen Mann für mich haben. Es geht um die Klärung, was ist mit euch beiden los. Was er auch will, so. Möchte ich wissen, ne? Und genau, das ist genau richtig. Jetzt würde ich dir gerne ein paar Adressen hinterlassen oder geben lassen, wohin du dich und wohin er sich, ihr beide, wohin ihr euch wenden könnt. Ja. Und dann würde ich das raten, dass ihr das ganz schnell macht, ihr beiden. Ja, weil ich bin im Moment so durcheinander. Ja. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich... Jetzt legst du auf. Glauben soll, ja. Du legst auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an und damit alles weitere geklärt. Okay? Ja. Alles Gute. Und noch eine Frage. Sandra. War eigentlich eine gute Idee mit dem Swingerclub, oder? Ja. Ich finde das eigentlich genial. Er findet das öde. Ich hätte auch eventuell zu gesagt, zu einer Dreierbeziehung, ich sage, ja, ich sage, von meinetwegen, aber das will er nicht. Er könnte es nicht ertragen, wenn ich Sex mit einem anderen Mann habe. Aber das sind ja alles Fragen, die ihr eben in einer Beratungssituation klären solltet. Wichtig ist letztendlich, was wollt ihr noch voneinander? Ist da noch Liebe? Will man überhaupt noch eine Ehe weiterführen? Ja, jetzt schon. Jetzt legst du auf und wir rufen dich nochmal an. Ja gut, danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, oder mailt unter domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir dann auch zurückrufen können, schnell zurückrufen können. Sascha, 27, hi. Ja, hi Jürgen. Hallo Sascha. Wie geht's? Gut. Danke. Und dir? Ja, es geht so. Um was geht's denn in dem Telefonat jetzt, das Thema? Ja, es geht um was Ernstes, und zwar das Thema von gestern. Ich bin schuld an deinem Schicksal. Ja, und zwar fing alles schon in meiner Kindheit an, dass meine Oma gegen meine Mutter gehetzt hat. Also die hassen sich, die beiden. Mhm. Und meine Oma hat mir damals schon als Kind schon immer Alkohol gegeben und hat immer gegen meine Mutter gehetzt. Und wenn ich mir das immer angehört habe, habe ich immer Geld von ihr gekriegt. Also habe ich habe geschluckt. Mhm. Das ging also bis hin, bis ich erwachsen war. Und dann, wieso hat sie dir Geld gegeben? Ja, dass ich mir das alles angehört habe, was sie gesagt hat. Die hat gesagt, deine Mutter ist ein Dreckstück, eine Dreckschlampe. Wie, das hat sie zu dir gesagt und sie hat dir dafür Geld gegeben? Ja, ja. Und da warst du Kind? Ja. Und da war deine Mutter aber dann nicht dabei? Nee, die war nicht dabei. Und ja, wie seltsam. Sie beschimpft deine Mutter und, dafür gibt sie dir Geld. Ja, und hat gesagt, meine Mutter hätte damals in Bars gearbeitet, das Geld mit dem Hintern verdient. Und hat gesagt, die ist eine gefährliche Frau und so weiter. Ja, und wie gesagt, ich habe immer geschluckt. Und so, jetzt vor eineinhalb, zwei Jahren hatten wir wieder ein Streitgespräch und da hat sie wieder versucht, also gegen meine Mutter gehetzt. Ja, und dann bin ich irgendwie durchgetickt. Ich habe sie dann bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Und weil die ganze Wut, die hat sich auf einmal entladen. Mhm. Ich habe schwarz gesehen, rot gesehen. Ich wusste nicht mal, was ich da getan habe. Und ich im Nachhinein... Du sagst, bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Ja. Wie ging es dann weiter? Du hast sie gewürgt, du hast gesehen, wie alt ist die Frau? Die ist jetzt 74. 74, dass die alte Frau bewusstlos wurde? Und dann, was hast du da gemacht? Ja, und dann bin ich plötzlich wieder zu mir gekommen, hab geschrien, bin aus der Wohnung gerannt zu meiner Mutter und hab meiner Mutter das erzählt und ich hab immer wieder geschrien, ich hab meine Oma getötet, ich kann nicht mehr, dann ist mir
zu meiner Oma gefahren, hat versucht zu klingeln, ja, hat natürlich keiner aufgemacht. Derweil sind aber schon viele, viele, viele Minuten, kostbare Minuten vergangen. Ja. Und dann? Und habt ihr die Tür irgendwann doch aufgekriegt? Nee, meine Mutter war auch hilfloser, ist mit mir nach Hause gefahren und irgendwann stand die Polizei vor der Tür. Bei euch? Ja, und ihr seid nach Hause gefahren und habt gar nichts weiter unternommen? Wir haben geklopft, geklingelt. Ja gut, das habe ich verstanden, aber dann seid ihr wieder nach Hause gefahren und dann habt ihr nichts weiter unternommen? Nee, weil ich habe meiner Mutter gesagt, bitte ruf bloß nicht die Polizei, ich weiß nicht, was passiert. Aber die Polizei ist dann von sich auch schon gekommen, hat mich dann erstmal mitgenommen. Woher war die Polizei denn alarmiert? Ja, ich denke, eine Nachbarin hat wohl einen Krankenwagen oder Polizei angerufen. Warum hat die Nachbarin das getan? Woher wusste die, was da passiert ist? Ich glaube, die hat das gehört. Also war es ein Zufall? Ja. Und Gott sei Dank, wie ich heute sage. Gott sei Dank. Ja, und wie geht es deiner Oma? Ja, ich bin schuld an ihrem Schicksal, dass sie jetzt Depressionen hat und wenn sie so Szenen im Fernsehen sieht, wie es mit, wenn jemand einen wirkt, dann schnürt ihr die Luft zu, kriegt keine Luft mehr und Also sie war dann im Krankenhaus, sie ist ins Krankenhaus gekommen. Ja. Körperlich hat man sie wieder herstellen können, das war dann nicht so schlimm, aber sie hat einen seelischen Schaden davon getragen, einen Schock, einen psychischen. Ja, ich muss dazu sagen, ich auch. Also ich habe heutzutage noch sehr dran zu knabbern, weil ich kenne mich so gar nicht. Weißt du, was an der Geschichte mich wirklich auch zudem noch erschreckt, ist, ihr hättet ja die alte Frau sterben lassen in der Wohnung. Ihr seid wieder weggegangen. Tja. Du hast geklopft, ihr habt geklopft, da hat niemand aufgemacht und ihr seid nach Hause gefahren. Ja. Das finde ich krass. Wenn schon sowas passiert ist, dann hättest du oder deine Mutter hätte die Polizei und den Krankenwagen informieren müssen und die Tür aufbrechen müssen. Ja. Das heißt, vielleicht ist es sogar nur der Aufmerksamkeit einer Nachbarin zu verdanken, dass sie noch lebt. Ich weiß es nicht, kenne den Fall nicht, aber. Ja. Gott sei Dank, wie ich heute sage. Aber wie gesagt, ist es dann so weitergegangen, dass die Polizei mich erstmal mitgenommen hat. Meine Mutter ist dann zur Polizei gefahren und sie hat dann mal das ganze Leben erzählt, was meine Oma mit mir gemacht hat und wie sie es gemacht hat. Ja, und die Folge dessen war, dass die Polizei es auch so dem Staatsanwalt mitgeteilt hat. Und der Staatsanwalt hat das Verfahren nach Paragraph 21 eingestellt. Gut, den Paragraphen kenne ich noch nicht, aber es ist eingestellt worden und dann nehme ich das auch zur Kenntnis. Ja. Ich will das ja gar nicht kleinreden, was die Frau mit dir angestellt hat. Und nee, es gibt auch keine Entschuldigung dafür, sage ich ganz ehrlich. Ja. Jetzt ist sie psychisch so angeknackst, dass sie wirklich in einer Depression lebt oder depressiv wird, sagst du, wenn sie sowas sieht. Gehst du denn noch dahin? Besuchst du sie? Ich habe sie bis vor kurzem noch besucht, aber sie macht es weiter. Sie hetzt noch immer gegen meine Mutter. Sie hetzt immer noch gegen deine Mutter und hat auch keine Angst vor dir? Sie sagt zwar, sie hätte Angst vor mir, aber ich sag von mir aus, wir haben uns auch wieder gestritten, auch wieder Kleinigkeiten, wo ich von mir aus sage, nein, ich möchte überhaupt nicht mehr Kontakt, weil ich will mich selber schützen. Was ich auch nicht verstehe, ist, Sascha, dass ihr, deine Mutter auch und du überhaupt auch in den ganzen letzten Jahren noch mit der Frau Kontakt hattet. Warum ist der Kontakt nicht schon längst abgebrochen? Ja, meine Mutter hat eigentlich den Kontakt schon längst abgebrochen. Mir zuliebe hat sie den Kontakt wieder aufgenommen, weil sie wollte, dass wir alle gemeinsam zusammenarbeiten, aber meine Oma hat immer gegen uns gearbeitet. Was heißt arbeiten? Zusammenarbeiten? Ja, dass man an einen Strang zieht, weil ich war früher auch sehr schwierig und alles, was meine Mutter verboten hat, hat meine Oma mir gegeben. Also eine sehr, sehr diffuse Familiengeschichte. Ja. Sehr kompliziert. Ja. Jetzt machst du dir Vorhaltungen, obwohl die Frau auch eine große Schuld trägt, aber machst du dir natürlich Vorhaltungen, dass es jetzt so gekommen ist. Zu Recht auch, weil das ist natürlich sehr schlimm, was du getan hast. Ich komme bis heute noch nicht drüber weg. Nun wäre vielleicht zu überlegen, was kann man tun, um der Frau zu helfen? Was könnte man in die Wege leiten, um ihr eine Hilfestellung zu leisten? Aber nur mit dem
Vielleicht, ja, aber nur mit dem Ziel, ihr zu helfen. Aber dann solltest du dich wirklich da rausziehen und dich komplett aus dieser Verbindung rausnehmen. Mhm. Weil, was soll das? Das ist jetzt seit ewigen Zeiten so ritualisiert, so eingefahren. Und wenn sie es jetzt wieder weitermacht, das, was du so schlimm findest, hat es ja überhaupt gar keinen positiven Effekt, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Ja, eigentlich nicht, nein. Vielleicht solltest du, ich bin da nicht so bewandert, wie man da vielleicht mit irgendeinem Verein oder mit einem Verband, mit einem karikativen Verband irgendwie was überlegen sollte, dass man vielleicht eine ambulante psychologisch-psychiatrische Betreuung da aktiviert. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin darüber sprichst. Ja. Dass vielleicht jemand einfach oder von der Gemeinde oder irgendwie von außen jemand rangeht an die Frau und ihr versucht zumindest zu helfen. Und dass du das auch noch in die Wege leitest, um ein wenig das wieder gut zu machen, was du da angerichtet hast. Das kann ich nie mehr gut machen. Nein, aber du könntest schon vielleicht ein bisschen was unternehmen, um zumindest ja einen Versuch zu starten, ihr zu helfen. Ja. Ne, so läuft ja alles ganz normal weiter und es bringt ja gar nichts, wenn du da nur so hingehst. Nee, das bringt nichts, ne? Das stimmt. Gut, jetzt werden wir mal gemeinsam im Hintergrund überlegen, ob wir dir da einen gezielten Ratschlag geben könnten, was du organisieren könntest, okay? Ich bedanke mich irgendwann. Ja. Sascha, legst du auf, wir rufen zurück. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, ja. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Elisabeth, 66. 66, ja, ich bin Elisabeth. Du bist Elisabeth. Ja. Hallo Elisabeth. Ja, ich habe so ein Thema. Ich schwitze seit 25 Jahren. Da war ich 41 Jahre alt. Ich war voll im Beruf. Ich habe im Büro gearbeitet, ja. Da war das noch besser, aber ich musste immer zum Umziehen für 2-3 Mal nehmen. Ach. In die Arbeit. Am Tag? Und am Tag. Und in der Nacht, da muss ich mich 3-4 Mal umziehen. Also eine ganz starke Schwitzerin. Ganz stark. Wo? Unter den Armen, an Beinen, an Füßen, überall, wo man schwitzt? Überall. Am schlimmsten ist unter der Brust. Dann Nacken und Rücken, solche Sachen. Und das ist jetzt im Moment immer noch so? Ja. Auch wenn du ganz still zu Hause sitzt und Fernsehen guckst zum Beispiel? Ja, das ist so. In der Nacht ist es schlimm, wenn ich einschlafe, wenn ich fest schlafe. Das heißt durch die Träume wahrscheinlich? Nein, hab ich nicht so. Ja, erinnert man sich vielleicht nicht so dran. Wie ist es denn, wenn du so ganz still auf der Couch liegst am Tag zum Beispiel? Ja, Vormittag ist es schlimm. Nachmittag lässt das so langsam nach. Ja. Da ist das viel, viel besser. Das heißt, wenn man so stark schwitzt und sich am Tag 3-mal umziehen muss auf der Arbeit beispielsweise. Ich gehe einkaufen. Ja, musst du dich danach schon wieder... Jetzt bin ich Rentnerin. Ja. Aber es war schlimm, als ich gearbeitet habe. Und ich erkälte mich auch sehr schnell. Natürlich. Weil ich habe Nackenhaare, habe ich nass und so. Ja, ja. Oder bisschen Wind und da habe ich schon Halsschmerzen und solche Sachen. Und das geht seit 25 Jahren so? Seit 25 Jahren. Und hat kein Arzt kann mir helfen. Und hat schlagartig angefangen damals? Das hat, ja. Ja. Ja, das hat mit Grippe angefangen. Ach so. Nee. Ja. Und du sagst, du warst schon bei ganz vielen Ärzten und die können... Ja, ich war schon sogar im Klinikum und so. Was mir geholfen hat, für 1-2 Monate Akupunktur. Ah ja. Das hat mir geholfen. Ja. Aber Krankenkasse zahlt keine Akupunktur nicht. Da muss ich das privat machen. Mhm. Nur da war ich auch in Polen zum Beispiel. Ja. Und dort ist das billige nicht, habe ich mir machen lassen. Da war ich im Krankenhaus bei uns hier und da habe ich Akupunktur gekriegt. Und danach hat es wirklich aufgehört? Da hat es ein bisschen aufgehört, nicht ganz. Ja. Mhm. Nicht ganz. Bist du verheiratet? Ich bin Witwe. Du bist Witwe. Seit 14 Jahren. Ja. Also hat dein Mann diese Zeit auch noch mitgekriegt damals? Ja, klar. Ja. Wie hat er darauf reagiert, wenn das ist ja auch, hast du dich ja geschämt, auch vor deinem Mann, dass du so stark geschwitzt hast? Musste ich mich umziehen und nee, er ist ganz gut mit dem umgegangen. Du musstest ja auch dann wahrscheinlich ganz viel Betten waschen. Und wie? Und wie? Ich habe jeden Tag, muss ich waschen, jeden Tag. Ist das so Schweiß, der auch dann sehr geruchsintensiv ist? Nein,
Nein, also das ist noch das Glück. Das Glück, so wie frischer Schweiß beim Sport, wenn man sich sehr anstrengt, dann riecht das ja auch nicht. Schweiß riecht ja meistens erst, wenn er alt ist. Ja. Ja. Und wie ist es denn, wenn du jetzt so ein bisschen sagst, 66, bist Rentnerin, da geht man ja auch vielleicht irgendwo, man trifft sich mit Freundinnen irgendwo, da geht ins Café oder so. Kannst du das oder bist du da? Ich gehe zweimal in der Woche in Seniorenclub, dort mache ich Gymnastik, nehme ich Sachen zum Umziehen, das ist klar. Ja. Ich sitze nicht bloß zu Hause, aber wenn ich irgendwo fahre, das ist in Urlaub oder was, da muss ich mindestens 10, 12 Schlafanzüge nehmen und noch waschen. Aber wenn du sogar zur Gymnastik gehst, ist es dann nicht noch viel stärker, wenn du dich bewegst? Ja, das ist Stärke, aber das hat mit dem nicht zu tun. Das hat mit dem nicht zu tun. Wenn ich fest in der Nacht einschlafe, die erste Stunde nicht, aber dann, wenn ich tief schlafe, da bin ich dann bitte nass. Ja, und ich kann mir wirklich gut vorstellen, du hast es ja gerade auch gesagt vom Tage, dass man sich dann auch nachts sehr schnell erkälten kann. Ne? In Winter, wenn das Zimmer kühl ist und man ist nass geschwitzt. Ich mach keine Heizung an im Schlafzimmer. Mhm. Ja, siehst du, und dann bist du nass geschwitzt und dann ist es kalt und schon hast du irgendeine Erkältung. Ja. 25 Jahre stehst du vor diesem Problem. 25 Jahre. Ich habe schon Bebezilin genommen, als ich noch gearbeitet habe, das sind Spritzen, nicht? Dann Ibuprofen, dann Salbei, Tee, Tabletten. Mhm. Ach, ich habe schon Schilddrüseuntersuchung gehabt. Ich habe alles versucht. Und jetzt hast du gedacht, jetzt rufst du mal bei dem Domian an? Ja, weil ich vor einem Monat habe ich gehört, eine Frau hat angerufen und sie hat so einen Aufruf gemacht. Sie hat Schlafstörungen, sie konnte nicht einschlafen. Mhm. Ich möchte auch gerne sowas machen. Vielleicht findet sich jemand, welcher denselben Problem hat. Ja. Und dass er mir auch helfen kann. Ja, das machen wir ganz einfach. Also wenn sich jemand jetzt angesprochen fühlt, der das gleiche Problem hat. Ja. Oder vielleicht sogar aus dem medizinischen Bereich jemand eine Idee hat, was man dagegen tun kann. Bitte mailen. Bitte nicht anrufen, sondern mailen unter domian@wdr.de oder einfach an den WDR, an Domian, Postfach 50600 Köln schreiben. Ja. Und dann würden wir Kontakt herstellen zwischen den Personen und dir. Ja, das ist sehr lieb. Vielleicht kommt was raus. Ich wollte noch was sagen. Mein Arzt hat gesagt, dass das vielleicht auch psychisch bedingt ist, weil vor 5 Jahren ist mein Sohn gestorben. Vor den 5 Jahren, da habe ich manchmal einen Monat Pause gehabt, manchmal so. 2 Monate. So. Und jetzt, als mein Sohn gestorben ist mit 40, da 5 Jahre ununterbrochen, jeden Tag, jede Nacht. Mhm. Ja, das ist ja schon eine interessante Beobachtung. Ja. Das kann ja durchaus sein, dass es vielleicht auch ein Zusammenspiel ist von Seele und Körper. Genau, weil vor 14 Jahren habe ich meinen Mann verloren, vor 6 Jahren meinen Lebensgefährte und jetzt vor 5 Jahren meinen Sohn. Also, und das ist so schlimm geworden, ich bin verzweifelt. Also, ich bin wirklich verzweifelt. Ich kann mir das gut vorstellen, Elisabeth möchte nicht mit dir tauschen. Deshalb hoffe ich, dass es was gebracht hat, dein Anruf hier. Und sich jemand bei uns meldet unter domian@wdr.de oder schreibt unter einfach an den WDR domian 50600 Köln und vielleicht können wir dir helfen. Ich würde es dir so wünschen, Elisabeth. Ja, ich bin verzweifelt. Ja, ich hab's gehört. Ich glaube das wirklich, Drücken wir die Daumen und ich wünsche alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. Patricia, 22, hallo. Hi. Hi. Na? Ja. Fängst du an oder ich? Ja, ich frage erstmal, um was es geht. Passt schon. Wie? Passt schon. Passt schon? Irgendwie geht's. Ja. Und um was geht es jetzt in unserem Gespräch? Was ist dein Thema? Eine gute Freundin von mir ist letztes Wochenende vergewaltigt worden. Mhm. Und keiner aus dem Freundeskreis weiß wirklich jetzt, wie er mit ihr umgehen muss oder umgehen sollte. Ist es deine beste Freundin oder einfach nur eine gute Freundin? Eine gute Freundin. Mhm. Und das Schlimmste ist, dass wir 100 Meter davon entfernt waren. Und wenn wir 5 Minuten früher dahin gekommen wären, dann wäre es nicht passiert. Wie hat sich das so getragen? Ich war mit 3 Freunden weg. Mhm. In einem Center und sie wollte nachkommen. Mhm. Wir haben draußen auf sie gewartet und sie ist nicht gekommen. Welche Tageszeit war das? Das war
1. Mittags? Um 1. Mittags? Nein, nachts. Nein. Nachts. Um 1, halb 2. Und als sie nicht gekommen ist, sind wir in die Richtung zurückgegangen und sie kam uns entgegengelaufen. Ich habe sie erstmal nur von Weitem gesehen, weil wir ein Stück zurück waren und sie fiel den Jungs erstmal um den Hals und es sah aus, als wenn sie sich gefreut hätte, aber als wir näher gekommen sind, haben wir dann gesehen, dass sie total geweint hat und sie hat erstmal nur bruchstückhaft erzählen können und irgendwann konnten wir es dann zusammenfügen. Was habt ihr dann sofort gemacht? Wir haben die Polizei gerufen. Ein Freund von uns ist erstmal losgerannt, weil er gehofft hat, dass er noch erwischt. Und ja, ich glaube, wir haben 3 Stunden da rumgesessen oder so. Ja. Wollte sie, dass die Polizei gerufen wird? Das war seltsam, nein. Sie hat die ganze Zeit gesagt, warum wir so ein Trara machen und dass sie das nicht will und dass sie das einfach nur vergessen will. Und ist ja auch klar, aber es kann ja nicht sein, dass ein Mensch damit davon kommt. Ja. Hat die Polizei bis heute irgendwas rausgekriegt? Nein. Nein. Und man hat auch keine Idee, keinen Hinweis, gar nichts? Sie haben eine DNA. Von den Spermaspuren, die da gefunden wurden. Ist sie in psychologischer Betreuung? Nein. Warum nicht? Sie weigert sich. Sie weigert sich? Sie war früher schon sehr depressiv. Und sie möchte nicht, dass es jetzt nochmal so kommt. Sie sagt, sie hat uns und es reicht ihr. Aber da fühlt ihr euch, deshalb rufst du auch an, wahrscheinlich auch etwas überfordert, ne? Ja, ich meine, es klingt zwar doof oder so, wir möchten auch alle für sie da sein, nur keiner weiß wirklich, wie er mit ihr umgehen muss. Ich meine, das ist selber vor 5 Jahren passiert, aber ich kannte den Menschen, sie kennt ihn nicht und ich habe niemandem was davon erzählt, deswegen kann ich auch nicht sagen, wie man mit ihr umgehen sollte. Ja, ach, du hast von deinem Fall niemandem erzählt? Bis zu welchem Tag? Als es passiert ist, weil da alles wieder hochgekommen ist. Wie oft besucht ihr oder wie oft besuchst du diese Freundin? Davor war es vielleicht einmal die Woche und jetzt ist es, dass wir uns jeden Tag sehen. Also wir waren, dadurch, dass wir 4 Leute waren, die wegfahren und dann noch ihre beste Freundin angerufen haben, sind 6 Leute, die da drin verwickelt sind. Ja. Und wir versuchen, sie abzulenken. Und die 6 Leute kümmern sich dann auch so abwechselnd irgendwie um sie. Ich meine, das ist ja schon mal gut. Es ist schon mal gut, dass sie nicht alleine da sitzt. Es ist auch gut, dass sie sich nicht völlig wegkapselt und sagt, ich will überhaupt niemanden mehr sehen. Redet ihr denn dann sehr viel darüber oder ist das dann doch nicht Thema? Wir haben gesagt, wenn sie darüber reden möchte, soll sie einfach anfangen, wir hören zu. Aber wir werden sie nicht darüber ausfragen, weil sie selber auch sagt, schmerzhaft für sie und wenn, dann fallen witzige Bemerkungen. Also sie schwankt immer zwischen Depressionen und darüber Witze machen. Ja. Aber das finde ich eigentlich schon mal ganz gut. Da sind Leute, mit denen kann sie reden. Diese Leute sagen, hier, du kannst reden, aber du musst nicht reden. Und ihr bohrt nicht in ihr rum und nötigt sie nicht zu irgendwelchen Erzählungen und Aussagen. Das ist doch alles schon mal eine gute Voraussetzung. Ich fände natürlich auch besser, wenn über kurz oder lang sie selbst zu der Entscheidung käme, dass sie sich professionelle Hilfe suchen soll. Weil ich glaube, in so einem Fall ist vielleicht ein Freundeskreis doch etwas überfordert. Mag vielleicht auch manchmal ausreichen und gehen. Aber zumindest parallel eine Weile wäre eine psychologische Betreuung nicht schlecht. Ich fände gut, wenn ihr das einfach so weitermacht wie bisher. Ich glaube, ihr habt das intuitiv schon gut gemacht. Ihr seid für sie da. Und das ist ganz wichtig, wenn etwas Schlimmes passiert ist bei jemandem. Und dass ihr das einfach nochmal ab und zu mal so hinlegt, dass ihr das gut fändet, wenn sie es täte. Aber bloß keinen Druck ausüben. Vielleicht nach einer gewissen Zeit wird sie selbst entscheiden, ich mache das. Ja. Aber das Schlimme ist, dass man sich so verdammt machtlos fühlt. Ja. Aber in deinem Fall ist es vielleicht noch was Besonderes, weil es bei dir auch etwas aufgewühlt hat, was du ja offensichtlich auch noch nicht verarbeitet hast. Ich habe gedacht, ich hätte es verarbeitet. Naja, aber das ist meistens ein Trugschluss, wenn man das einfach so verdrängt. Das ist nie verarbeiten. Verdrängen ist nie verarbeiten. Das hast du auch mitgekriegt. Irgendwie schaffen wir es auch, das beide zu verarbeiten. Hast du denn für dich jetzt durch diese neuen Ereignisse auch nochmal neu drüber? Wie lange liegt das bei dir zurück? 5 Jahre. Nochmal drüber nachgedacht jetzt, dass du vielleicht auch dir noch Hilfe suchst? Das Problem ist, ich habe damals eine psychologische Behandlung angefangen, aber ich habe die falsche Psychologie.
Psychologin erwischt, in Anführungsstrichen. Also ich kam mit ihr nicht zurecht und ich habe die Therapie irgendwann abgebrochen. Weißt du, dass ich hier eine ganz tolle Psychologin sitzen habe? Eine wirklich sehr tolle. Ehrlich? Ja, wirklich, eine sehr tolle. Der ich meine Hand ins Feuer führe. Ich fände es gut, wenn du mit ihr sprechen würdest. Über dich und auch über deine Freundin. Ja. Kann ja nicht schaden. Definitiv nicht. Na? Das machen wir jetzt mal so. Die Psychologin heißt Elke. Okay. Und du legst auf und sie ruft dich zurück. Okay. Kann ein paar Minuten noch dauern, okay? Okay. Okay, tschüss. Danke, tschüss. Jacqueline, hi. 38. Hi. Ja. Hier ist Jacqueline aus Berlin, ja. So, aus Berlin, das höre ich gerne. Ja. Also ich habe heute eine sehr angenehme und doch mich durcheinanderbringende Begegnung gemacht. Und zwar mit einem Mann. Bin ich 38, ja. Habe heute nach 25 Jahren meine erste große Liebe auf der Straße gesehen. Ach, zufällig? Zufällig, also in also Berlin. Ich bin mit der Firma umgezogen in die Gegend, wo er seinerzeit gewohnt hat, 2 Straßen weiter. Ja. Und er kam aus dem Haus seiner Eltern und ich denke, hallo, das ist doch dein großer, die große Liebe. Sag mir, in welchem Stadtteil das ist. Charlottenburg. In Charlottenburg. In Charlottenburg, ja, genau. Dann kann ich mir das besser vorstellen. Ja, auf alle Fälle, wir gucken uns an und bei beiden war gleich so, Kinnlade runter. Okay, wir gehen jetzt erstmal eine Kneipe. 25 Jahre, ist so lange. 25 Jahre überlegt. Wie sah er denn aus? Sah er noch so gut aus wie damals? Also, bis auf, dass er ein bisschen weniger Haare hat. Also, ich sage mal, wo Verstand wächst, müssen Haare weichen, habe ich gesagt, mach dir keinen Kopf, Junge. Aber wir haben um 40, jetzt wurde immer so kribbel, kribbel, kribbel. Wir wurden immer aufgeregter und merkten, ey, was ist denn jetzt los? Wir sind wieder liiert und... Also du hast einen Mann und er hat eine Frau. Also wir sind zwar nicht verheiratet, mein Mann sitzt allerdings im Rollstuhl, mein Lebensgefährte. Und er meinte jetzt so, ja, ich kann ja das nicht machen und mein Gott, der arme Mann. Ich sag, weißt du, der arme Mann, der erzählt mir seit 5 Jahren, ich verstehe überhaupt nicht mehr, warum du mit mir zusammen bist. Du bist ja nur noch eine Pflegekraft, leb doch mal dein Leben. Mhm. Ich sage, also der würde mir das eher gönnen. Ja, mal eins nach dem anderen. Und er, diese alte Liebe, er ist auch in einer Beziehung. Der ist in einer Beziehung, wo sie unheimlich eifersüchtig ist und ihm ständig hinterher spioniert. So, jetzt trefft ihr euch zufällig in Charlottenburg und geht Kaffee trinken, auch in Charlottenburg. Ja. Und wann fing es an, wieder zu britzeln? Ey, bestimmt. Also ich habe den angeguckt und ich hatte sofort Schmetterlinge im Bauch. Wie war das denn damals vor 25 Jahren? Wer hat Schluss gemacht? Also wir sind händchenhaltend durch den Schlosspark Charlottenburg gelaufen. Damals? Weil wir ja nur 14 waren. Ich sag, kannst du mir mal bitte sagen, warum du mich nie geküsst hast oder so? Ja. Das fühl ich auch nicht. Wie lange habt ihr denn getuchtelt damals? Also damals so ein halbes Jahr. Ja. Das war so vom Sommer bis zum Winter. Ach, so kurz alles nur. Ja, aber das war so intensiv. Wir haben uns jeden Tag gesehen und uns jeden Tag verabredet. Und warum ist das damals kaputt gegangen? Ja, da konnten wir uns nur wieder nicht mehr dran erinnern. Das war irgendwie ganz merkwürdig. Ach so. Also da haben wir jetzt noch nicht so richtig eruieren können, wie... Auf alle Fälle sind wir... Ja, der hat mir heute 1000 SMS geschrieben auf Arbeit und ja, und du bist so süß und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das ist ja irre. Das ist ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Da kann man ja fast denken, da bastelt jemand am Schicksal rum, ne? Du, ich hab gesagt, führt euch wieder zusammen. Echt, wa? Ja. Das muss Bestimmung sein, habe ich gesagt. Das kann nicht sein in so einer riesen Stadt. Das ist wirklich irre. Also ich war... Ja, ich meine, das ist ja nun ganz frisch. Wir wollen mal ein bisschen vorsichtig sein und nicht zu euphorisch werden. Nein, ist ja, aber das ist halt so ekelhaft. Oh, ich bin so krimmig. Hast du denn jetzt deinem Mann schon davon erzählt? Ja. Hast du schon? Ja, der ist auch... Also ich bin da super ehrlich. Also ich kann sowas nicht für mich behalten. Und war der traurig, entsetzt? Nee. Der hat gesagt, ist doch okay, ich freue mich für dich. Super. Sagte, ist doch super, wenn du dich mit... Sagst, laden doch mal ein. Das ist nicht das Problem, weil er sagt sich halt... Mein Gott, ich sitze im Rollstuhl, ich nehme Morphium, ich bin für dich eigentlich nur noch ein Pflegefall. Mhm. Eigentlich ist es von ihm eigentlich ein Liebesbeweis zu sagen, komm. Aber ich will dir mal sagen, dann ist das aber auch eine ganz tolle Geste von deinem Mann, dass er sich so verhält. Manch einer, der vielleicht auch gerade hilfsbedürftig ist, würde sich nicht so verhalten. Ne? Ja. Aber Hut ab. Gut ab, ja, also habe ich auch gesagt, ich sage, siehst du, also... Hast einen tollen Mann an deiner Seite. Ja, und deshalb könnte ich es halt nicht, weißt du, so. Mhm.
Ja, aber ich finde schon toll, dass er sagt, komm, lad ihn doch mal ein und vielleicht entwickelt sich ja einfach eine nette freundschaftliche Beziehung zwischen euch. Kann ja auch sein. Ja, klar. Ja. Aber da hat nun seine Freundin, die ist so eifersüchtig, der darf er nicht mal was erzählen, dass er nicht der, hat. Ihr habt SMS geschickt heute. Ist daraus deutlich geworden, ob er seiner Freundin was erzählt hat? Er hat nicht erzählt. Er hat nicht erzählt. Der darf ja nicht mal erzählen, dass er mal mit seinen Kumpels ein Bier trinkt. Also stehst du ja recht gut da, ne? Du kannst es deinem Mann erzählen und du kannst dich freuen. Du kannst es sogar abends hier, ja, im Radio und Fernsehen erzählen. Genau, du willst ihn aber den Oliver nicht so belasten, weil der ist jetzt völlig durcheinander. Der muss Lügen erfinden. Ich sage, du sollst doch nicht lügen für mich. Das ist doch blöd. Ja, aber wie ich das jetzt schon höre, deine Begeisterung und die Begeisterung von Oliver, so heißt er, ne, sagst du? Ja. Ja. Werdet ihr jetzt nicht sagen, und tschüss, wir haben jetzt überhaupt keinen Kontakt mehr miteinander? Nee, wir haben uns schon für morgen verabredet. Oh, ja, das ist mir schon klar. Jetzt lasst man das Ganze anlaufen und dann muss man mal gucken, was daraus wird. Also irgendwie, vielleicht hat sich da irgendjemand ja was bei gedacht, euch also heute. Ich sag das auch, das war irgendwie Schicksal. Ich habe damals schon gesagt, ich werde den irgendwann mal heiraten. Ich sag, Olli, pass auf, in 10 Jahren sind wir verheiratet. Hast du denn in diesen vielen Jahren mal ab und zu an den gedacht? Ab und zu schon, ja, mhm, klar. So, wenn man mal so, wie sieht nicht, an bestimmten Plätzen vorbeikommt, ja, wo Mama, ja, war. Und er sagt, ja, ich bin auch mal bei dir an deinem Elternhaus vorgefahren. Ich sag, siehst du. Ja, ja, ja. Sagt er, ja, aber du warst doch, weil, also Problem, ich bin 1,57, er ist 1,96. Oh, oh, oh. Immer so eine kleine, abgebrochene, kleine Blonde. Ich sag, ja, bin ich immer noch gewachsen, bin ich auch nicht. Eine kleine, freche Berlinerin. Ja, aber, ne? Irgendwie, ach, heute völlig kribbelig und wuschelig. Und jetzt wollte ich halt nochmal erzählen, ob mal was angeht. Finde ich toll. Finde ich eine schöne Geschichte. Lasst es mal langsam angehen und wer weiß, was draus wird, ne? Ja, mal gucken. Und ich sag ganz tolle und herzliche Grüße in die Hauptstadt. Alles klar. Tschüss, Jacqueline. Okay, tschüss. Hier ist ein Mann oder eine Frau, die heißt Mert. Hallo. Ja, hallo Domian. Ein Mann. Der heißt Mert. Und du bist 30? Nee, 29. 29. So, also ich habe also Folgendes. Also ich habe zurzeit eine Freundin. Bitte? Ich habe also zurzeit eine Freundin. Eine Freundin. Mhm. Also mit ihr bin ich jetzt 3,5 Jahre zusammen. Mhm. Und ja, also unser Sexleben ist eigentlich auch, ja, vielfältig. Also da vermisse ich eigentlich eher so wenig was. Mhm. Aber habe bestimmte Fantasien, die ich gerne mal erleben würde, also beziehungsweise ausprobieren würde, ihr gemeinsam. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel mal einen Swingerclub besuchen oder sowas. Mhm. Hast du es ihr schon mal vorgeschlagen? Also indirekt, aber mal während des Sexes mal angesprochen und... Während des Sexes? Genau. Ja. Und da war es nicht abgeneigt von. Och, also jetzt, ja, weiß ich aber nicht selber, also bin ich mir einfach nicht sicher, ob es jetzt nur in dem Moment jetzt das Ganze war. Du meinst gerade in den Sex-Glücksgefühlen, im Rausch hat sie gesagt, ja, machen wir. Aber wenn sie bei Sinnen ist wieder, dann hat sie keinen Bock drauf. Ehrlich gesagt, ich habe auch mit ihr eigentlich darüber kaum ein Wort verloren, danach, ja, auch. Aber ich finde, das ist schon mal ein gutes Indiz, wenn sie auch in einer sexuellen Situation gesagt hat, das könnte sie sich vorstellen. Ich glaube, wenn die radikal dagegen wäre, hätte sie in dem Moment auch Nein gesagt. Also ich sag mal so, das war jetzt nicht in dem Sinn, dass ich gesagt habe, pass mal auf, ich habe gesagt, na, du bist total geil heute, sag ich einfach mal, ja. Ja, ja. Und ich reich dir, glaube ich, irgendwie nicht. Und dann sagt sie, ja, wäre natürlich besser, wenn noch mehrere dabei. So, was willst du denn mehr? Jetzt wirst du sie schön im normalen Umstand, im normalen Leben mal ansprechen und ihr, ja, das vorschlagen. Und dann guckt ihr beiden mal ins Internet oder in diverse Zeitungen und sucht euch einen schönen Swingerclub aus und fahrt dorthin und habt Spaß miteinander. Das ist das Problem nämlich gerade. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt damit wirklich auf sie zugehen soll oder nicht. Doch. Und absolut, warum denn nicht? Was hast du zu verlieren? Also ganz im Ernst, das ist doch schon mal ein ganz gutes Vorzeichen gewesen, wie sie da reagiert hat. Und dann kann man das doch mal vorschlagen, das ist doch nicht schlimm. Sie kann ja immer noch Nein sagen und dann ist es doch auch okay, wenn man es zumindest mal ausprobiert hat, darüber zu sprechen. Mhm. Das ist so eine Art halt, ich habe auch so gesagt, bestimmte Fantasie, die ich gerne mal erleben würde. Das ist jetzt eine von denen jetzt gewesen. Ja. Und was wäre noch eine? Ich habe noch ein paar andere natürlich. Auch innerhalb eines Swingerclubs oder was ganz anderes? Könnte zum Beispiel sein. Bitte? Also mal, ich bin auch selber gerne, also ich schaue gerne auch zu. Ja. Und würde auch natürlich auch gerne mal auch andere Paare dabei zuschauen oder. Ja, dann bist du da genau gut aufgehoben. Aber du hast nicht die Fantasie mit dem Gummihammer, was wir vorhin gehört haben. Einfach mal meinst du auch einfach zugehen.
Der Mert wird das auch machen mit dem Gummihammer. Ich fasse es nicht. Also, du sprichst jetzt erstmal deine Liebste an. Ja. Und dann bin ich fast sicher. Ich habe so wirklich im Gespür, dass ihr beiden sehr bald im Swingerclub seid und euch es da recht nett machen werdet. Ne? Ja, das Problem ist ja auch, dass wir jetzt gerade jetzt auch aus einer bestimmten Glaubensrichtung kommen, die eigentlich das eigentlich so nicht zulässt. Gut, das müsst ihr beiden dann mit euch klar machen, unter euch beiden, ob ihr das vereinbaren könnt. Und dann macht das halt, wenn ihr beides vereinbaren könnt. Jetzt kann ich es lange nicht mehr mit der Zeit vereinbaren, mit dir zu reden. Die Sendung ist vorbei. Ich wünsche alles Gute. Thema? Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Net, Annett, in der Technik, Annette Bastian. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss. 2 Uhr, Sie hören Nachrichten vom Bayerischen Rundfunk. Taba. Bei 3 Explosionen in Feriengebieten auf der ägyptischen Halbinsel Sinai sind